Okay. Geh doch mal zur Seite. Betrachte die Metallplatte. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee versunken. Keine Ahnung, wozu sie gut ist oder war. Auf jeden Fall ist sie zu schwer, um sie herumzuschleppen. Okay. Ich habe einen Lappen. Ein Laufband mit einem ziemlich durchtrainierten Pinguin. Und dieses Gerät erzeugt irgendeine Art von Energie. Von Magie lasse ich lieber die Finger. Okay, den Pinguin kannst du dir auch nicht mitnehmen. Ah, hier, guck mal, Fass. Ein großes Metallfass. Oh, es ist gefüllt mit einer übel riechenden Farbe. Tja, wofür könnte ich die Farbe gebrauchen? Vermutlich für nichts. Okay, dann nimm die Sprungfeder mit. Eine Metallfeder, ziemlich stark. Oh, hier ist noch mehr. Braucht das Metalltor. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen? Wenn sogar einer wie Munkus dahinterher ist, muss es unglaublich wertvoll sein. Irgendwo in diesem Heiligtum sitzt ein Fellknäuel und spricht durch ein Rohr mit mir, obwohl ich vielleicht Dutzende Meter entfernt bin. Es ist beeindruckend, wie weit die moderne Telekommunikation es gebracht hat. Fast schon beängstigend. Okay, was macht den Ventilator? Ein Ventilator? Er drückt kühle Nordlandluft in den Berg. Ohne Frischluft würde es in der Höhle der Viecher vermutlich ziemlich schnell müffeln. Langes, feuchtes Fell. Ich hatte mal einen Hund, Rupert. Er ist mir zugelaufen. Immer wenn er nass geworden ist und dann abends... Ich schweife ab. Also manche Hunde, nicht alle, muss ich dazu sagen, aber manche Hunde stinken so derb, wenn sie nass werden. Stünde dieser Stuhl an einem Strand auf einer tropischen Insel, hätte ich ein Met in der einen Hand und eine mandeläugige Schönheit in der anderen. Aber so ist es nur ein alter nasser Stuhl mitten im Nirgendwo. Den Stuhl kannst du jetzt nicht mehr mitnehmen, ja. Okay. Kannst du nochmal hier rein? Mein überlegener technischer Verstand sagt mir, dass die Klingel klingeln wird, wenn ich an dieser Schnur ziehe. Mach mal. Da könnte ich auch gleich zurück in den Kochtopf steigen. Okay. Wenigstens wäre es da wärmer als hier. Oh, der Yeti ist da. Der Rucksack ist schon ganz steif gefroren. Der ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber hier, die Hacke könnte nützlich sein. Nimm mit. Hab sie. Das ist eine Waffe für... für Yeti-Ritter. No, dein Ernst! Es ist unmöglich, auf den Yeti-Ritter-Spruch noch eins draufzusetzen. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts mehr. Ja, das. Stricken zu können ist in diesen Breiten vielleicht nicht ganz so sinnlos wie anderswo. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier für warme Socken und Schals einen Markt gibt. Mir ist nicht kalt, aber hier hängt ein Faden raus. Den nehme ich mit. Nennen wir es reine Bosheit. Na klar. Der ist für Yeti-Ritter, Alter. Solange der Fellberg da steht, kann ich nicht nachschauen, was im Topf ist. Jetzt? Solange der Fell... Okay, gut. Ich gehe nicht näher ran. Ich sah schon einmal im Topf dieses Spinners. War es nicht schon zweimal? Ich würde ja gerne mit Cornelius reden. Doch leider hält Cornelius sich für einen 300 Pfund schweren, menschenfressenden Yeti. Ich wollte die Schnur. Okay, also ich kann nichts kombinieren. Ähm,
Ja, okay. Gehen wir halt wieder. Gehen wir mal zu Petra. Wir müssen ja erstmal mit ihr reden, um zu erfahren, dass sie uns die Antenne nicht gibt. Und das wissen wir, weil wir wissen. Ich hätte meinen Triumph über Marsas nicht so auskosten sollen. Wenn man sein Schiff durch ein Gebiet fliegender Inseln steuert, sollte man ab und zu nach vorne schauen. Ja. Ich habe eine Holzplanke. Dagegen. Hi. Du störst die Tiere. Ich bräuchte dringend den Stiel deines Schilds. Ich würde dich gerne in deiner Arbeit unterstützen und da hinten protestieren. Ausgezeichnet, nur zu. Dafür bräuchte ich aber das Schild. Du glaubst wohl, hier bekommt jeder einfach so ein Protestschild. Das muss man sich erst verdienen. Was muss ich tun? Du musst 3 Aufgaben erfüllen, um eine Petra-Schildtrageberechtigung zu erhalten. Erstens darfst du kein Fleisch essen und keinerlei tierische Produkte benutzen. Zweitens musst du all dein Hab und Gut in den Dienst der guten Sache stellen. Das heißt, du musst es Petra spenden. Drittens... Was bin ich, ein Mönch? Danke, reicht schon. Wegen des Protestschilds. Ich bräuchte wirklich dringend dein Protestschild. Die Tiere brauchen es noch viel mehr. Solange ich hier bin, werde ich es mit Stolz tragen. Keine Chance, ich muss sie loswerden. Okay. Ich muss weiter. Okay, aber vergiss nicht, jeder gerettete Regenwurm macht einen Unterschied. Das wage ich zu bezweifeln. Es stimmt. Das Schluchzen eines Regenwurms hier in den Nordlanden kann einen Taifun im Südmeer auslösen. Ich nenne das den Petra-Effekt. Andere nennen es den Butterfly-Effekt. Ja, also ich habe zwar noch nie einen weinenden Regenwurm gesehen, aber sobald mir einer begegnet... Ach, guck mal, da ist er! Oh, ist das niedlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, was ist das denn? Mein Jüngster. Alles in Ordnung mit ihm? Seine Stimme ist... Hier geboren. Spricht gut. Aha. Ja, das schon, aber die Stimme ist etwas, wie soll ich sagen, etwas ungewöhnlich. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Alles nachsprechen. Er plappert alles nach, was er gehört hat? Und auch noch in der Stimme, in der er es gehört hat? Faszinierend. Ihr Schatz. Und nun zurück zum Sport. So süß. Er ist so goldig! Gucci, Gucci, Gu. Läuft seinem Kalb den Rücken runter. Verstehst du auch schon, was du so erzählst? Da gibt's nichts zu kichern, mein kleiner Freund. Also nicht. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Okay. Wir reden mal mit dir. Das ist noch ein Vieh. Scheint eine Art Techniker zu sein. Einer wie der könnte mir garantiert bei der Mary helfen. Aber dafür muss ich den Viechern erst einmal ihre Antenne zurückbringen. Also, das ist noch. Ja, okay. Aha. Sollte ihm eigentlich dem da gehen? Ich könnte das Ende der Feder durch die Ösen drehen. Die Feder ist jetzt fest mit der Metallplatte verbunden. Hätte ich noch einen kleinen bemalten Hippogreif, könnten wir alle viel Spaß haben. Wer die Anspielung nicht verstanden hat, es gab bei WoW mal so, weiß ich nicht, wofür es die gab, ob man die kaufen musste oder ob es die für Collector's Edition gab. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls konnte man dann so ein, kennt man vom Spielplatz, diese Pferde, die auf so einer Sprungfeder sind. Da kann man dann drauf sitzen und so nach vorne und zurück wippen. So. Und WoW hatte das halt mal mit einem Hippogreifen. Was war das andere?
Das andere war das Viech von den Hordlern, dieses Reitvieh. Eine Chimäre. Weiß ich nicht genau, wie man die nennt. Okay. Ha? Und jetzt? Die Planke liegt auf der Feder. Ziemlich wackelige Konstruktion. Können wir das festbinden? Können wir das... Ach, nicht mit dem Lederlappen macht ja auch keinen. Man könnte die Konstruktion mit etwas Fantasie ein Sprungbrett nennen, aber ich habe keine Lust, es auszuprobieren. Na, kleiner Mann? Außer Funkreichweite. Hilfe kommt nicht. Nicht leicht für dich hier, oder? Niemand anderes in deinem Alter, weit weg von zu Hause. Er plappert alles nach, was er gehört hat? Und auch noch in der Stimme, in der er es gehört hat? Bis später, Kleiner. Oh, ist so toll. Für mich? Danke. Und nun zurück zum Sport. Dankeschön. Oh, ist so toll. Was mach ich damit? Na, möchtest du mit Onkel Nate mal einen Spaziergang machen? Nein, gefährlich! Aber er kann mir helfen. Nicht erlauben! Okay, ich kann mal nur wieder angucken. Reden. Na, lieber nicht. Der alte Kerl klingt nicht ganz fit. Ich störe ihn nur, wenn es unbedingt sein muss. Also wir müssen irgendwie das Vieh mitnehmen. Und ich habe jetzt einen Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher aus dem Inneren eines haarigen Babys. Okay, ich kann damit nichts machen. Lauf mal schneller, Nate. Die Kiste kann ich noch betrachten. Was? Eine Menge unnützer Kram. Schirmmützen und T-Shirts zum Beispiel. Pelzmützen und dicke Handschuhe wären hier angebrachter. Die T-Shirts würden mich wohl nur wärmen, wenn ich sie anzünden würde. Und dagegen dürfte das Fräulein etwas haben. Also nimmst du nichts. Wahlrecht für Delfine ist auch... Er ist so flach. Gebrochene Planken zerstören sollte ernst... Ja. Wenn mal so... Ja. Hi. Du störst die Tiere.